Urheberrechtlich geschützte Werke sind immer ein geschütztes Eigentum, weil das Urheberrecht ein Persönlichkeitsrecht auch ist und ein Eigentumsrecht. Und ein Teil der Persönlichkeit kann niemals Gemeingut werden in dem Sinne. Aber natürlich sind urheberrechtlich geschützte Werke auch Kunst in dem Sinne und Kunst ist auch ein Gemeingut. Also insofern ist Musik beides, aber in erster Linie ist es ein privates Gut. Im Moment haben wir noch eine zu große Grauzone und noch viel zu viele illegale Nutzungen, die insgesamt, sag ich mal, die Künstler auch bedrohen. Die Labels haben in erster Linie Gewinnerzielungsabsichten. Die Musiker sind Künstler und denen geht es natürlich um die Verbreitung ihres Werkes und um die Nutzung ihres Werkes, aber nicht in erster Linie um den Gewinn. Jedenfalls ist das bei vielen Musikern so. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir eine Verwertungsgesellschaft haben. Das ist auch richtig, das hat sich auch bewährt, ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Ich glaube allerdings, dass man in der Organisation der GEMA und in der Verteilung der Einnahmen einiges verbessern kann. Ich bin der Meinung einfach, dass solche Portale einen Weg finden müssen, wie sie, sag ich mal, die Inhalte, die die Leute sehen wollen, halt zugänglich machen, aber gleichzeitig halt auch das auf eine legale Art und Weise tun und dann auch die Urheberrechtsinhaber an ihren Erlösen auch teilhaben lassen.